Apple hat soeben die Einladung für das nächste Apple-Event am 10. November veröffentlicht und ich möchte in diesem Video einmal auf die Einladung eingehen und auch darauf, was Apple denn auf diesem Event alles vorstellen könnte. Sollten dich derartige aktuelle Videos rund um Apple interessieren, dann würde es mich sehr freuen, wenn du jetzt einfach und unkompliziert ein Abo dalässt und wir sprechen jetzt direkt nach dem Intro einmal über die Einladung, die Apple für den 10. November versendet hat und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Auf der Einladung ist relativ präsent neben dem Apple-Logo und verschiedenen Farben der Schriftzug One More Thing und das hat Apple ja schon häufiger in Keynotes verwendet, um am Ende nochmal ein neues Produkt oder irgendetwas anderes vorzustellen. Und in diesem Fall scheint Apple wohl sozusagen damit die letzte Keynote dieses Jahr, das letzte Apple-Event anzukündigen und damit eben noch einmal in einer letzten Keynote, in einem letzten Event weitere Produkte für dieses Jahr vorzustellen. Stattfinden wird dieses Event, wie bereits gesagt, nächsten Dienstag am 10. November um 19 Uhr deutscher Zeit. Könnt ihr auf apple.com wieder einen Livestream euch anschauen und das Ganze ist natürlich aufgrund der Corona-Lage eine Aufzeichnung und dort könnt ihr eben dieses Live-Video euch anschauen und dann eben gucken, was Apple auf dem Event alles so vorstellen wird. Übrigens gibt es auch wieder ein kleines Easter Egg als Augmented Reality, was Apple auf der Website versteckt hat. Und zwar sieht man dort ein Apple-Logo, was so hochklappt und im Hintergrund sieht man eben sehr viele verschiedene bunte Farben. Und ich würde sehr stark darauf tippen, dass es sich hier sozusagen um ein MacBook handelt, was man eben aufklappt, weil dann eben diese ganzen verschiedenen Farben vom Display sozusagen beim Aufklappen wiedergegeben werden. Daher denke ich, handelt es sich hier wirklich um das Mac-Event, was ja nun schon seit einigen Wochen im Raum steht. Daher gehe ich auch sehr stark davon aus, dass Apple auf diesem Event neue MacBooks vorstellen wird. Und zwar nicht einfach nur ein neues MacBook, sondern eins mit dem Apple Silicon Prozessor, den sie auf der WWDC im Juni vorgestellt haben. Nämlich ein eigener Prozessor, den Apple entwickelt hat auf der ARM-Basis. Und in diesem Fall könnte es sehr gut ein MacBook Pro 13 Zoll sein, was als erstes Gerät mit dem Apple Silicon Prozessor ausgestattet sein wird. Zusätzlich wäre es noch möglich, dass Apple auch ein neues 16 Zoll MacBook Pro vorstellt, denn dieses wurde vor ein paar Tagen geleakt und da ist man sich aber noch nicht sicher, ob es ebenfalls ein Apple Silicon MacBook wird oder doch noch ein Intel MacBook. Und auch die Apple AirTags werden auf diesem Event sehr wahrscheinlich vorgestellt. Das sind im Endeffekt kleine Tracker, mit denen man zum Beispiel eine Tasche oder ein Portemonnaie über das iPhone orten kann. Ich persönlich gehe sehr stark davon aus, dass Apple jetzt innerhalb dieser Woche oder spätestens zum Event iOS 14.2 veröffentlicht für jeden, denn vor ein paar Tagen kam die Golden Master heraus und ich denke, dass Apple auf dem Event dann zusätzlich noch iOS 14.3 Beta veröffentlicht, damit diese Version eben mit den Apple AirTags kompatibel ist und dann auch stabil läuft, sobald die Apple AirTags dann im Handel verfügbar sind. Aber gerne dürft ihr mir jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was auf dem Event vorgestellt wird, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren oder schreibt mir gerne auch in die Kommentare, auf was ihr euch am meisten freuen würdet, auf ein neues MacBook oder doch auf die Apple AirTags. Lasst es mich auf jeden Fall wissen und wenn euch dieses kurze Update-Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lasst jetzt gerne einfach und unkompliziert ein Abo da, damit ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpasst und wir sehen uns dann auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!